Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3. Willkommen zu einem ganz neuen Gameplay zu Let's Play Zombie Modus auf der PlayStation 3. So sieht es aus. Und heute geht es mir um GameHighTV, einen YouTuber, den ihr wahrscheinlich noch nicht kennt, aber denke ich, das auch gar nicht mal so wichtig, weil er hat ein Video gemacht über Amokläufer. Und ich möchte heute mal über Amokläufer sprechen. Und zwar machen diese Spiele, diese Killerspiele, wie diese fettbäuchigen Politiker immer sagen, wirklich zu Amokläufer, zu potenziellen Killer, zu potenziellen Dschihadisten, wie jetzt die Taliban sagen würde. Meine Meinung ist ganz klar, sie heißt nein. Diese Spiele haben überhaupt kein Aggressionspotenzial, sondern eher ein Druckventil für viele, viele Leute. Würde es Spiele wie COD oder die anderen Spiele gar nicht geben, dann würde extrem viel Druck auf manchen Menschen lasten, nicht auf dem Schwanz und auch nicht auf den Hoden, nein, sondern im Kopf, und das würde dann zu irgendwelchen Aggressionen führen, die sie dann irgendwo an Mitschülern auslasten würden. So geht die ganze Aggression in ein virtuelles Spiel hinein, und ich denke einfach, die Filme, die jetzt zurzeit gezeigt werden, die Pornos, die gezeigt werden, das ist doch viel, viel schlimmer. Da muss man doch viel mehr härter durchgreifen und nicht für irgendwelche Spiele. Weil wenn diese Spiele wirklich, wirklich nur ein Hauch von Amoklauf auslösen würden, dann wäre dieses Spiel sofort verboten. Da würde das alles verboten werden. Da würde das unter Strafe stehen. Aber das ist völliger Quatsch. Dieses Spiel wird, also wenn man nur das Genre Killerspiel eingrenzt, dann haben wir am Tag etwa, lass mich lügen, etwa 380 Millionen Spieler, die die verschiedensten Ego-Shooter auf der Welt spielen. Das sind die verschiedensten Spiele, das kann auch Borderlands sein, da zählt auch Morhun dazu. Und wirklich, da passiert kaum ein Amoklauf. Die Chance ist viel höher, dass man von Benjamin Blümchen, Film, weiß nicht, dann auf Elefantenjagd geht, um dann das Elfenbein abzuhorten. Ihr versteht mich. Gut, jetzt bin ich ein bisschen abgewandelt vom Thema, aber das ist gar nicht mal so wichtig. Es ist eine Meinungsfreiheit in Deutschland und das nutze ich jetzt auch aus. Ich möchte, dass ihr einen Kommentar schreibt, was ihr davon haltet. Was haltet ihr von den fettbäuchigen Politikern, die sagen, dass Killerspiele Amokläufer fördern oder was weiß ich. Ich sage da ganz klar dazu, das ist völliger Quatsch. Sowas muss sofort verboten werden. Ihr fettbäuchigen Politikern, ihr könnt uns mal, ihr habt überhaupt keine Ahnung. Diese Spiele sind wirklich der absolute Hammer. Besonders Call of Duty, das ist ein richtiger Klassiker. Und was ist da so schlimm dran, wenn ich mit einer Uzi am Flughafen alle wegballer? Die ganzen Leute regen sich immer auf wegen Call of Duty. Call of Duty ist scheiße, oh, das ist Amokläuf gefährdet, oder dieses andere Spiel, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, habe ich vergessen. Das ist völliger Quatsch, weil, ich kann euch sagen, es gibt ja das Computerspiel, das heißt Grand Theft Auto 4, ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal was davon gehört habt. In GTA 4 geht es einfach darum, dass man in einer riesigen Stadt ist und dort Missionen machen muss. Und in GTA 4 kann man wirklich die Leute wirklich wegmetzeln. Und jetzt, da klar ist, muss mich so ein pädophiler Zombie immer wieder abknallen. Und jetzt hoffe ich, dass ich gerettet werde von irgendjemand. Helft mir! Helft mir! Helft mir! Ihr Teamkameraden Schweine! Warum helfen die mir nicht? So, das sind die IDs hier. Ah, gut. Jetzt wollte ich sie gerade hier an den Banner stellen. Sorry, tut mir leid. Ist nicht so gemeint gewesen. Jetzt laufen wir mal durch die Dunkelheit hier. Ist sehr, sehr dunkel hier. Ach du Scheiße, ich sehe gar nichts mehr. Auf, ja, Gollum! Gollum! Hilli, das ist Gollum! Ah, wo ist der Ring? Der Ring, ich muss dich knechten. Spaß, Leute. Das war das Video von meinem Ding. Killerspiele. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Euer YouTube-Kanal auf der PlayStation 3. Ich sage immer